Der 1929 entstandene Streifen Und Nelson spielt ist eines der frühesten erhaltenen Tonfilmdokumente. Er zeigt den berühmten Theater- und Varieté-Direktor Rudolf Nelson, der als Leitfigur am Klavier durch seine eigene Show führt. Ein Zeitdokument aus dem Berlin der 20er Jahre, aber auch eines der Filmgeschichte. Die Überblendtechnik des Streifens ist legendär. Solches war zuvor noch nie gesehen und schon gar nicht im Rhythmus der Musik. Die Musikstadt Berlin hatte ihr Bild gefunden. Thank you.
Direktor. Wir wollen noch mal in die Vergangenheit. Alles kommt einmal wieder. Weiß man doch gar nicht, wieso und warum.